Servus, mein Name ist Lisa Maria Klössinger und heute stelle ich euch mein Team vor. Meine Mutter ist immer bei allen Turnieren dabei und unterstützt mich auch in meiner gesamten Lebensorganisation und ist jetzt so für mich der beste Pfleger, den ich mir vorstellen kann. Sie denkt immer an alles, was ich vergesse und hält immer alles im Überblick, ist immer da, immer in unmittelbarer Nähe, wenn man sie braucht. Und das ist schon ganz toll. Mein Vater natürlich, der ist auf den größeren Turnieren immer so dabei und oft im Training. Und ja, mein Vater ist so eine bayerische Frohnatur, der bringt immer gute Laune mit und bringt mich immer so ein bisschen runter auch und ist dann am Turnier selber immer so ein bisschen im Hintergrund, aber ja, macht keinen Druck und freut sich einfach, wenn es gut läuft. Zu meinem Team gehört natürlich mein Trainer Rudolf Zeilinger. Mit ihm reite ich jetzt seit knapp 2 Jahren. Und er ist auch so ein kleiner Ruhepol am Turnier. Wir waren jetzt zwar noch nicht auf so vielen Turnieren zusammen, aber er bringt mich immer runter, vor allem wenn etwas beim Abreiten gerade nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle. Sag Lisa, bleib ruhig, entspann dich, das wird schon. Du musst cool bleiben, dann wird es schon. Und das ja, ist für mich ganz wichtig auch und bringt mich, glaube ich, letztendlich auch sehr weiter. Und dann gehört noch zu meinem Team Ralf Kornprobst. Mit ihm bin ich ein knappes Jahr geritten, bevor ich zu Rudolf Zeilinger gewechselt habe. Und wir haben immer noch Kontakt und sind befreundet. Und er hilft mir auch mit allen Sachen, was die Jungpferde anbetrifft. Und ja, hat immer ein offenes Ohr, wenn ich wieder einen Hilfeanruf starte. Und das ist schon ganz toll. Wir haben immer viel Spaß. Und das ist eine ganz coole Sache mit ihm. Und dann gehört noch zu meinem Team meine 2 guten Freunde Jasmin und Philipp. Wir reiten schon, ich glaube, seit fast 10 Jahren zusammen. Wohnen jetzt auch alle in München, treffen uns immer wieder und auf den schöneren oder größeren Turnieren sind sie immer dabei und helfen mir. Und das ist immer ganz lustig und die bringen mich auch immer runter, wenn ich dann so nervös bin. Oder heitern mich auf, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Alleine schafft man es nicht, alleine kommt man nicht so weit. Und zum anderen finde ich es für mich sehr wichtig, dass man auch Spaß dabei hat. Und wenn man eine coole Truppe ist, wir verstehen uns alle super gut, wir ergänzen uns, da fällt nie ein böses Wort. Und das ist schon wichtig, auch für das ganze Klima während des Turniers, aber auch während dem Training. Und ja, das macht einfach Spaß. Auch wenn man dann einfach weiß, man hat Leute, die stehen hinter einem und auch Leute, die einem sagen, wenn was einfach nicht passt und die immer ehrlich zu einem sind, das ist schon toll. Der Weg soll dahingehend führen, dass ich jetzt erstmal mein Studium fertig mache und ja, einfach jetzt mit meinem Pferd Daktari im 3-Sterne-Bereich ein bisschen mehr Fuß fassen kann. Und dann, glaube ich, muss ich gucken, was die Zeit bringt. Im Idealfall würde ich gerne dann mein abgeschlossenes Studium mit dem Reiten kombinieren können. Das wäre so die Idealvorstellung. Aber Wünsche hat ja jeder.